Moin, liebe Leute. Wir sind hier in Langstedt, 20 Kilometer südlich von Flensburg. Und das ist unsere schöne Demoanlage mit Familie Hansen aber Marienhof. Mein Name ist Hans-Wilhelm Thomsen. Ich bin Gebietsleiter für Schleswig-Holstein und Dänemark für MAS Seeds. Wir haben hier eine Sorte anbot, die ich gerne vorstellen möchte, Tein A. MAS Tein A, ich mag das jetzt auf Hochdeutsch wieder, MAS 10A ist eine frühe Silomaissorte im Bereich Silo 210, Korn 210 und wird angebaut dort, wo es auf Stärke ankommt. Denn das, was sie kann, beweist sie jedes Jahr wieder, sie kann Stärke produzieren. Die Stärke, die wir hier produzieren, ist geeignet zur Silagegewinnung für Milchviehbetriebe. Sie ist aber auch geeignet zur Körnermaisproduktion. Sie wird als CCM-Mais angebaut und auch die ersten Biogasbetreiber nutzen diese Sorte, um stärkereiche Silage für ihre Biogasanlagen zu produzieren. Sie hat einen mittelkurzen Wuchs. Wir nennen das ist eine kompakte Sorte. Sie hat einen Kolben, der in der Mitte sitzt. Das ist eine für die Standfestigkeit an unseren teilweise auch sehr starken Windlagen hier in Norddeutschland eine hervorragende Eigenschaft. Und sie hat ein gutes Stay Green. Dieses Stay Green sorgt dafür, dass sie lange grün bleibt. Und diesen Vorteil nutzen wir nachher, um ein Erntezeitfenster zwischen 31% und 36% Trockensubstanz gesunde Pflanzen zu haben, die mit hohem Anteil löslichem Zucker für eine gute in den Silagen sorgen. Das, was ich Ihnen ans Herz legen möchte bei einer 10A, ist das, wenn Sie Stärke haben möchten in Ihren Mais-Silagen, ist diese Sorte für Sie die richtige Wahl.